Das an hier. Das sind nicht die Temperaturen. Plus 5 für uns, oder? Plus 5? Ja. Plus 5. Mit Sascha Van der Wallen gegen nicht. Jan Ludwig und ja. Für mich zählt's ja nicht. Du musst das Ding nach Hause fahren. Aufplatzen. Jonathan, Johnny, alter Kämpfer, hier ist die Katrin. Ich hatte das große Vergnügen, dich vor, ich glaube 2 Jahre ist es her, kennenzulernen. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, du bist meine absolute Inspiration. Du strahlst so viel Kraft aus und ich sage dir, mein Junge, du wirst das packen. Dafür drücke ich dir alle Daumen. Toi, toi, toi. Aber auch viel, viel Erfolg für das, was du dir jetzt vorgenommen hast, diesen fantastischen Spendentag, dass du dich trotz allem auch noch so um die anderen kümmerst, das finde ich einfach enorm. Aber dein Leitspruch ist, du musst kämpfen und du tust es auf allen Ebenen. Das finde ich ganz, ganz großartig. Ich danke dir dafür, wünsche dir den maximalen Erfolg und gebe jetzt weiter an die beiden Kollegen hier neben mir. Ja, für mich ist kaum vorstellbar, wie du jeden Tag kämpfen musst und dann zu hören, dass du nicht nur für dich selber den schweren Weg da auf dich nimmst, sondern auch noch für andere da bist, das ist schon echt absolute Klasse. Also ja, ich wünsche dir ganz viel Kraft und du schaffst es. Ja, lieber Johnny, wir werden ja als Ausdauersportler bezeichnet, aber ich glaube, das Wort Ausdauer definierst du nochmal ganz neu. Echt eine super Sache, die du hier leistest und ich drücke dir die Daumen und wünsche dir viel Kraft und alles Gute. Hau rein. Und nicht nur Jan Frodeno und Sebastian Kienle und die Katrin wünschen dir alles Gute und drücken dir die Daumen, sondern das ganze Sportstudio-Publikum. Alter, toi! Ella! Sehr gut! Hey Johnny, wenn ich es schaffe, 10-mal den Ball hochtreiben, mit dem Fuß natürlich, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dann schaffst du es, immer den Kopf hochzuhalten. Viel Glück für dich und für eure Spendenaktion. Ciao, ZDF. Thank you.
alt? Ja, der ist topfit. Wie alt? Respekt. 80, nee, ist 81. Danke auch. Sehr gut. Hallo Johnny, hier spricht Töppi. Ich grüße dich ganz herzlich in Darmstadt. Ich hoffe, ihr hattet eine erfolgreiche Veranstaltung. Ich habe gehört, Andrea Petkovic war dabei und du hast wieder gesammelt für viele Krebskranke, so wie du es ja auch bist. Und deswegen wünsche ich dir vor allen Dingen beste Gesundheit und denk an das Motto, das Darmstadt 98 ja auch seit Jahren beweist. Kämpfen, 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 dann hat man auch Erfolg. Für dich und für die Lilien. Alles Gute. Come on! Hola, Johnny. Hola. Wir wünschen dir alles Gute in dieser Gala, dass du sammelst viel, viel Geld. Und ich sag, knack den Krebs. Und ja. Wir sind dabei. Wir unterstützen dir. Toi, toi, toi. Good luck. Tschüss. Sehr zufrieden. Wir laden uns auf unsere Ergebnisdurchsage. Die Bälle bleiben auf. Herzliche Grüße aus Hamburg sende ich euch. Das Wetter im Hintergrund wechselt minütlich fast. Aber bei euch ist die Laune bestens. Ihr habt ein Tennisturnier gespielt heute, ein erfolgreiches hoffentlich und ein schönes, insbesondere auch was das Thema Spendensammeln eingeht. Und seid jetzt auf der Gala versammelt, für die ich euch viel gute Laune und eben auch wieder viel Spendeneingänge wünsche. Lieber Andrea, lieber Johnny, ich habe euer Projekt ja kennengelernt, als wir uns mal am Rande einer Fernsehsendung in Berlin getroffen haben. Finde das ganz bemerkenswert und ich bin ganz sicher, dass für Du musst kämpfen noch viel zusammenkommt. Johnny, für dich ganz persönliche Genesungswünsche. Du weißt, wie kämpfen geht und du musst das jetzt gerade wieder. In Gedanken unterstütze ich dich dabei und ich bin sicher, dass alle Gäste des heutigen Abends mitdenken und mithelfen und mitspenden. Und gebe damit zurück, auch mit besonderen Grüßen an dich, Poschi.